Ich versuche immer noch meine Kurve hier zu retten, sodass es zu einer vernünftigen Geländegestaltung kommt. Im Moment versuche ich gerade Fertigspachtel einzufüllen. Das ist mir aber überhaupt nicht gelingen, weil dieses Ding irgendwie verstopft ist. Das ist aber auch eine teure Geschichte, würde ich mal sagen. Ich muss eine billigere Möglichkeit finden, diese Lücke hier zu schließen. Vielleicht mit etwas Knisterfolie. Da drehe ich mir so eine Art Schlauch draus. Mit ein klein bisschen Glück kann ich jetzt Sand drauf tun. Na, so viel Glück hatte ich denn doch nicht. Wie kriege ich das dicht? Vielleicht auch mit Spachtelmasse. Oder soll ich mir aus dem Sand so eine Art Mörtel anrühren? Oder vielleicht Mörtel mit Knisterfolie.
Das scheint Chancen zu haben. Seite, wenn ich das so mache, kann ich es eigentlich auch gleich ganz mit Sand auffüllen. Ich muss jetzt nur die obersten 1-2 cm von dem Sand durchfeuchten. Der Rest hat zum Halten sowieso keinen großen Beitrag. Zugleich muss ich mir jetzt Gedanken darüber machen, wie ich hier weiterkomme. Da wäre ein schönes Stück Kork genau das Richtige. Punkt 1, das sollte da in etwa abgeschnitten werden. Und zwar sollte es senkrecht hochgehen.
Und das muss ich jetzt erstmal ausschneiden. Würde ja perfekt passen.